Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Pizmeet EK Invitational. Ich freue mich schon. Hallo Dennis. Ich habe richtig Gänsehaut gerade bekommen, weil ich dachte, ganz ehrlich, du nennst wieder Pizmeet K2. Naja, könnte man ja auch, da steht Card Invitational, hier steht K2 Invitational und in unserem Briefings E-Card Invitational. Also ihr da draußen, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, Hauptsache ihr seid dabei. Denn wir haben dieses Jahr nicht ausgelost, wie die Teams heißen und wer drin ist. Leon. Ja. Wie kam es dazu, dass du dachtest, so und heute ist meine Zeit gekommen, ich möchte Kart fahren? Ich wurde gefragt und habe gesagt, ja. Und dann schauen wir mal, wie der Rest des Abends verläuft. Ja, also in der Ausdauer bin ich jetzt nicht gerade der King, glaube ich. Ja. Beim Kartfahren. Okay, nur beim Kartfahren. Schnell weiter richtig. Zu. Schafft er auch? Und wo schaffst du? Welche? Realistische Einschätzung? Ja, bitte. Wenn du sie jetzt von mir hören willst, sage ich Platz 9. Platz 9 ist das. Das ist mein Ziel. Und da habt ihr nämlich halt einfach Watch Party einzutippen. WATCH und BUDDY. Dann habt ihr. So, außerdem habe ich zwischendurch gelesen und da sind wir natürlich sehr dankbar für, dass zwischendurch schon sehr viele Leute schön gesubbt haben oder Subs verschenkt haben. Habe ich mir extra notiert. Funny Zoe zum Beispiel hat 10 Subs verschenkt. Ja. Ja, andere kann ich nicht lesen. Und das hier sind die Live-Karten vom Event. Und das Ganze hat Andi in Kombination mit Mike programmiert und das sehr nett. Das wird bestimmt funktionieren. Ja, ihr werdet dann gleich wirklich per Live-Tracking sehen, welche Fahrerin oder welcher Fahrer gerade wo auf der Map ist. Was natürlich für die Übersicht brillant ist. Was? Wieso? Was ist daran lustig? Nichts ist daran lustig. Gar nicht. Mein erster Gedanke ist, jetzt, wo wir dazu angepreist haben, wird es safe nicht funktionieren. Wird safe stürzt irgendwas ab, jetzt glaube ich wieder. Und zwischendurch sehe ich immer mal wieder, dass Emotes aus quasi von den Teilnehmenden gespammt werden, weil ihr da Subs seid. Das war gerade sehr lustig. Peter sitzt hier so und meinte so, was ist das? Was ist das für ein Emote? Das ist nicht unser Emote. Das ist nicht unser. Guck mal, das ist von Lena. Und jetzt geht's richtig ab. Von Mango habe ich auch schon ganz viel gesehen. Von Lost Kitten. Also da sind wirklich, das ist sehr, sehr geil. Und wir sind sehr dankbar auch dafür, dass die Menschen heute alle hier sind. Ja, mega. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Sowohl fürs Einspringen als auch fürs planmäßige Mitmachen. Das ist ziemlich fett. Und was auch fett ist, ist... Wir. Ja. Wobei es... Okay, ja. Also, was auch... Letztes Jahr hat übrigens das Team die namenlosen Trolle gewonnen. Das war Felix, Farbenfuchs und Densen. Drei Leute, die heute nicht mehr dabei sind. Ja, haben wir direkt ausgetauscht. Das wird ziemlich nice. Ich möchte euch ganz kurz sagen, was passiert nämlich. Wenn wir Leute anstellen, dann bekommen wir nämlich sowas wie Moderationskarten. Ja? Ja. Und die haben unter anderem solche Informationen wie zum Beispiel, wir haben Informationen bekommen über jeden Gast und jeden Künstler. Mhm. Und ich versuche jetzt mal zu zeigen, ich habe hier die Karte für Jay und Sepp. Ja, die ist gut. Können da wir, stand auch mal Chris Jay-Sepp. Genau, können wir das sehen oder vielleicht ganz kurz etwas ranzoomen? Ich weiß, das ist ganz spontan wieder, was ich hier mache. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Das ist immer, ha, mein Gott. Ja. Wisst ihr wieder Bescheid, ne? Ich weiß es noch, als wenn es gestern hier gewesen wäre. Können wir uns mal kurz gemeinsam anschauen hier, genau. Da war nämlich das Overlay noch ein anderes. Das wurde so alles relevant. Ja! Das war sehr schwierig. Da haben wir uns dann dazu entschieden, dass einfach der Overlay-Roboter moderiert. Aber dann wurde ganz spontan. Guck mal, wie gut dann direkt reagiert wurde, dass das halt durchsichtig gemacht wurde. Immerhin, wa? Ja, das war stark. Also wir arbeiten hier auch wieder mit einem grandiosen Team zusammen. Guck mal, die Moderationskarte, die du hast. Ja, das ist doch unser Logo. Einfach nur, das will mehr als nur spielen, ausgewechselt. Geil. Wir haben einen Daumen hoch gerade bekommen von der Rennleitung. Die da unten steht. Jules gibt auch einen Daumen hoch. Es ich gebe einen Daumen hoch. Los. Wir geben alle einen Daumen hoch. Alter, jetzt geht richtig stark. Ich habe richtig harte Nippel. Und jetzt sieht man, wo gerade wer. Oh, Jonathan, William Moritz. Oh. Wollte zu viel. Der Abstand zwischen den Zeiten wäre noch nice. Das haben wir jetzt hier nicht eingeblendet. Ich kann euch aber zumindest sagen, dass Sepp zu Jay 0,295 Sekunden sind. Milchbaum, ich glaube, das ist immer zum Niedergang. Oh mein Gott! Was ist los? Das ist der Abstand zu der schnellsten Zeit gerechnet. Das hat natürlich Andi eingebaut. Andi, hast du auch zwischen den Zeiten den Abstand? Das hier? Oh mein Gott, und das ist der Abstand zwischen den Zeiten. Ich bin begeistert. Interessanterweise muss man sagen, dass du hast bisher 5 Leute, die unter 50 gefahren sind. Und da kommt mit über fast 3 Sekunden Gap.
Das ist in der Tat eine interessante Beobachtung. Es scheint nur diese zwei Zeitzonen zu geben, zwischen Ende 48 bis Ende 49 und... Easy ist gerade die Pole Position, die Provisional Pole Position. Verzeihung, dass ich unterbrechen muss, Dennis, aber ich bin gerade so excited. Der Chat sagt, Easy hätte sich verbessert, aber unsere Zeit sagt... Seine letzte Zeit war eine 48,4 und seine Zeit von davor war eine 48,2. Genau, aber die Akte der Runde, er fährt jetzt gerade über Start-Ziel, sehen wir sofort, könnte jetzt nochmal besser gewesen sein oder auch nicht und... 47! Wir haben die 47 geknackt! Alter! Das ist ja in Sahne ist das! Ich habe letztens wieder eine Wortkombination benutzt, die du damals erfunden hast. Nee, es war nicht charant. Es war irgendeine andere, aber das ist ähnlich alt, auch aus unseren LAN-Zeiten. Unfasslich, genau das war's. Alter, der Chat weiß einfach Bescheid. Das war auch von dir unfasslich, oder? Das kann gut sein. Also bei Shaddam weiß ich noch, das kam aus, wie hieß das Spiel mit Kyle Katarn? Jedi Knight, Jedi ja, Order? Jedi Knight 2. Nee. Jedi Knight 2? Jedi Outcast war Teil 2 und Jedi Academy Teil 3. Jules hat gerade gesagt, er weiß es nicht, aber uns ist eingefallen. Es ist genau, das ist der Outcaster, weil Jules meinte so, er hat keine Ahnung, er hat jetzt KOTOR gesagt. Ja. So, aber die zwei Letzten versuchen jetzt hier noch die Pole Position zu holen. Das sind Mango und Leon. Und beide übrigens diejenigen, die als Letztes hier heute angereist sind. Als Fun Fact. Ja, und zwar deutlich. Ja, deutlich zu spät. Deutlich zu spät. Also Leon aber aus gutem Grund, weil da der Zug nicht stattgefunden hat. Mango aus dem einfachen Grund des Verschlafens. Ja, was er, wollte ja mit uns mit dem Zug fahren, nicht. Nee, er wollte Auto fahren. Hat er uns gestern erzählt. Da habe ich gefragt, warum nimmst du uns denn nicht mit? Ja, ich kann euch eigentlich nicht mitnehmen. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Hatten wir nämlich schon die Tickets. So. Das hat mir eine coole Truppe im Zug. Ja, stimmt, wir hatten echt, wir sind mit einer schönen Truppe. Ja, du hast geschlafen, ich habe Pokémon gespielt, ich habe mich auch nicht mit denen unterhalten, aber war eine coole Truppe. Ja, man muss sagen, also die Freuds, finde ich mittlerweile, die haben ja schon so ein bisschen so einen Höhenflug. Mango damit mit 51,857, bevor wir da jetzt weitergehen. Ja, ich kann auch einfach mal so stehen lassen für die. Ja, aber die kommen mittlerweile immer mit so einer Entourage an. Das stimmt. Ja, wenn wir kommen, dann müssen wir mindestens irgendwie so und so viele Plätze. Die haben diesmal vier Plätze für einen Dr. Freud-Slot. Also finde ich auch eine Ansage. Schwertsachen sagen die Mango-Leute die ganze Zeit. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Okay, Mango ist ja auch Master der Cringe-Memes. Niemand. Ja. Okay. Vielleicht war es auch niemand. Cringe-Memes waren natürlich nicht. Ja. Auf jeden Fall wollte ich einmal offiziell hier die Freuds wissen und sagen, die haben immer eine Entourage mit dabei. Die sind wie Rapper mittlerweile, muss man sagen. Ja, die Frage ist... Oder wie Madonna oder so. Ja, wann schließen sich mit Gerald Steiner zusammen, bringt ihren eigenen Eistee raus? Das ist die Frage, die sich hier noch stellt. Ja. Alter, Mango hat einfach mal eine 48,77 gemacht, hat einfach mal Jay humiliated gerade. Holy shit. Bock weiterzufahren, sagst du? Ja, total. Das hört sich sehr gut an. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dizzy. Ja, jetzt sage ich schon Dizzy. Ich habe euch gerade, ich habe euch verschmolzen. Dizzy ich habe euch verschmolzen. Oh. Dizzy, weißt du, Dizzy Kid. Aber Dizzy gibt's eigentlich schon. Aber aber Dizzy Kid und Izzy. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. ich muss nur noch irgendwie gut Jen reinbringen. Ja. Dizzy, nee, das ist ganz gefährlich. Hatte ich auch schon alles. Ich fand's schön, wie Izzy so ein bisschen versucht hat zu sagen. Dizzy? Was? Hast du dich mitbekommen? Ach so, stimmt. Ja, stimmt, wie Jizzy quasi gesagt Team hat. Jizzy. So, und wir schließen jetzt sofort um 18:58 Uhr sofort den Raffle. Dann ist vorbei und dann ziehen wir auch relativ zügig den Gewinner an dieser Stelle für die Geschichte. Und dann übergebe ich zu dir, bevor wir nochmal mit dem zweiten Gewinnspiel weitermachen, würde ich sagen. Solange du zu mir übergibst und nicht auf mich. Übergebe in deinen Mund. Boah, Alter, das ist sowas von wie eine widerlich einfach nur. Ich bin deine Vogelmama, wenn du möchtest. Anschließend geht das schöne Stück auch schon raus und dann werden wir ins erste Rennen gehen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf, was da passieren wird. Ich bin maximal hyped, meine Blase maximal voll, aber das Ding wird schon irgendwie kombiniert. Ich bin so, selbst Jules steht gerade neben mir und drückt sein Gesicht quasi gegen die Fensterscheibe. Man sieht ihn oben links gerade, das sind die Beine von Jules. Alle sind komplett. Und jetzt geht's los, sehr starker Start von Lena schon auf gleicher Höhe. Und hinten, Matti kann Erste bleiben. Oh, Matti bleibt vorne. Hör auf, sie Matti zu nennen. Entschuldigung, Matti. Oh, sie wurde gedreht. Und damit ist die
hängt, glaube ich, Lost Kitten vorne. Lost Kitten hat gerade die Führung übernommen. Dahinter Leon. Und da kämpft Team Schwarz. Das ist nicht clever, Leute. Ihr müsst zusammenarbeiten. Lost Kitten schon großen Abstand. Leon macht die Bremse. Hört ja, sich. Weil die beiden aus Team Schwarz da knapp hinter sind. Aber die bekämpfen sich. Guck mal, Martin wurde von Uli. Das eigene Team rausgedrängt. Das ist ja irre. Skandalös. Ja, aber wirklich. Oh mein Gott, wir haben Positionsänderung. Alter. Das ist ja unfassbar awesome. Also, falls die Leute das nicht verstehen, der grüne Pfeil nach oben mit der 2 dahinter bei Lost Kisten bedeutet, sie hat zwei Positionen gut gemacht. Aber zwischen Olli und Leon liegt nicht mal eine Sekunde. Genau. Das ist ein enges Höschen. Das DRS-Fenster ist quasi erreicht von Olli. Ja, wirklich. Oh! Ein Fehler von Leon, aber Olli konnte nicht verwandeln, sondern ist einfach reingebrettert. Ja, aber damit rettest du ja auch nicht in der Schikane, dass auf einmal der blaue brennt. Reingebrettert. Das war ein Mordversuch von Olli, glaube ich. Nicht an die beiden dranhängen. Boah. Oh, da wurde wieder ein Pferd. Nicht da vorne sehen wir es, die sind beide relativ nah hintereinander. Genau, da ist Marti, da ist Olli. Da müsste es jetzt eine blaue Flagge geben. Ja, gibt es auch. Und Olli versucht vorbeizukommen, ist natürlich auf der Geraden ein bisschen langsamer als Marti, weil Olli wahrscheinlich ein bisschen schwerer ist, aber das Überrundungsmanöver lief. Puder! Das war ja das eigene Team getroffen. Was ist denn da passiert? Alter, und jetzt ist Leon wieder dran. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, guck mal, das sieht man gerade richtig gut. Selbst Marti, die relativ leicht ist, hat, wenn du auf dem Uphill gerammt wirst, da wieder Schwung zu bekommen, fast unmöglich. Sebi schreibt auch gerade, das erste Rennen ist schon legendär. Und ich bin ganz ehrlich, Lost Kitten, gucken wir es an. Das ist gerade Lena. Moment, jetzt sofort. Ja, wir warten gemeinsam einfach. Warte kurz noch jetzt an. Oh mein Gott, ist Olli gerade noch die schnellste Runde gefahren mit einer 50-2-8-8? Olli ist gerade die schnellste Runde gefahren mit einer 50-2-8-8. Oh mein Gott. Und Lost Kitten ist hier die Siegerin, ist gerade ins Ziel gefahren. Ich möchte mich erstmal bei dir entschuldigen. Ich habe dich vorhin komplett umgetauft. Komplett. Echt? Wie heiße ich jetzt? Nee, du heißt Lost Kitten. Das ist besser. Ja, viel besser, viel schöner. Peter, was hast du denn Schönes für uns? Wir haben hier überall diese Dinger und da kannst du dich auch nicht hinstellen, weil da hast du erstens das oben und... Sport. Freunde, zurück zu Dennis. Ich komme sofort zu dir. Dankeschön, Peter. Und bitteschön. Da sind wir, Jay fährt, und das ist das, was du vorhin meintest, in der Outlet. Ja, guck mal, boah, das hat richtig gesessen. Mach nochmal. Ja, das kann ich mir ein paar Mal angucken. Was siehst du da? Kannst du da vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen verringern? Dass wir dann ich verringere dir gerne auch noch die Geschwindigkeit. Da, 0,25, genau, jawohl. So, und jetzt hier so. Ja. Er hat einfach nur den Hatz gespürt. Puh! Wie er durchgeschüttelt. Da siehst du auch richtig so, also hier an der Stelle, Moment, gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. Ja, Moment, so. Ja, das ist wieder so weg. Wieder so richtig so wegspringt. Ich weiß nicht, warum ich das so glücklich mache gerade. Man ist glücklich, das ist einfach nur lustig. Irgendwie gut Jen reinbringen. Ja. Jessie, nee, das ist ganz gut. Hatte ich auch schon alles. Nee. Na. Ja, da. Ich meine, das wäre das Schöne. Jetzt weiß ich auch, wo Jessie herkommt. Ja, aus unserer erhabenen Position gehoben, weißt du so. Wenn du da stehst und ich dir dann so einen Versprecher gönnst, ist natürlich dann. Jetzt sind wir wieder unten. Der Clip ist mir ein bisschen unangenehm gewesen. Ich weiß auch nicht, warum ihr den nochmal angucken musstet da oben. Ich weiß es nicht. Jay, möchtest du noch mal ganz kurz zu mir kommen, sobald du kannst? Ich glaube, ich darf sogar auch zu dir laufen. Hallöchen, du bist schon bereit. Ja, ich bin schon, ich hoffe mal, ich bin jetzt hier am Rappen. Ich bin bereit. Ja, hallo? Du musst es so reinstecken irgendwie. Also, ja, so ist gut. Also es klingt, sieht sehr doof aus, aber ja, so hört man dich. Hallo? Ja, okay, so höre ich dich. Mega. Geil. Es tut mir leid, ja, Helme sind nicht so gut für Kommunikation. Ja, wir haben schon krasse Taktiken besprochen. Ja. Also die Sonja und ich. Ja, bitte. Wir werden jetzt beim Start, wir starten ja nebeneinander, nee, hintereinander. Ja. Und innen. Das heißt, Sonja fährt einfach maximal Speed bis hinten zur ersten Kurve. Dann bremst sie ein bisschen später. Ja. Egal wie das Rennen ausgeht, bin ich schon zufrieden. Dann habt ihr quasi gewonnen, weil euer Plan aufgegangen ist. Genau. Ja. Also du bist auch das krasse Mädel.
nicht aus der Qualifikationsrunde, sondern allgemein, wie du da einfach nicht einmal ausgerastet bist vom Lachen her, obwohl Sebastian gerade Land in Sicht hatte, ist brillant, muss ich sagen. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss niesen. Aber sind wir gut. Na, also, wir fangen jetzt her. Vorn rechts. Da kommt die Ampel. Oh Gott, Milchbaum von. Oh, oh, da ist der Pizza Jack, Junge, jetzt geht richtig ab. Oh, da ist der Ampelmann. Oh mein Gott, und hinten ist sie, lässt er erst mal gucken. Sehen wir wieder eine Drehung in der ersten Kurve. Da ist. Oh, oh Jay bekommt von Mango hinten einen reingedrückt. Oh, und Mango ist schon überholt. Easy an Mango vorbei. Ja, an richtig, weil Sepp hätte vielleicht ja schon einen kleinen Abstand erfahren können. Und ja, guck, er sagt nämlich zu Milchbaum, er schreit sie an. Gib Gummi, ich bin hier unter Druck. Aber guck mal, Easy, wie er drückt, Alter. Ja, Easy drückt. Als wenn er am Hintereingang richtig Bock hätte. Ja, das ist morgens bei mir am Klo. Und da gibt's auch keine Gefangenen da. Easy holt Sepp. Hat er den gerade den Mittelfinger gezeigt? Ja, irgendwie schon, ne? Da gab's auf jeden Fall brutale Zeichen. Als wenn er einfach einhändig da vorbeigefahren ist und gesagt hat, fuck you, bitch. Oh, da ist sie, glaube ich, sofort vorbei an Milchbaum. Nee, noch nicht. Oh, doch, nee. Oh, Milchbaum verteidigt brutal gut. Noch nicht. Oh, ist sie an Milchbaum gedreht. Das ist brutal. Was ist das denn? Auf der langen Geraden. Ja, jetzt guck mal, Sepp verteidigt innen und Izzy riecht sich auf, aber ja, der kann halt mal die Kinder knutschen. Boah, aber guck, oh, guck mal, wie er immer ein Popöchen denkt. Boah, Izzy macht den aber! Brutal. Und fährt irgendwie die Hälfte der Runde einarmig. Ganz kurz, Izzy nochmal seine schnellste Zeit unterboten. Damit hat er jetzt Felix schnellste Runde vom letzten Mal tatsächlich um ein Zehntel humiliated, einfach weggepustet. Izzy ist schneller als Felix von der Laden. Also wenn das nicht Ausladung schreit, weiß ich nicht was. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich meine, was wollen wir hier, ja? Wir wollen spannende Rad-an-Rad-Duelle. Was ist da schlecht? Leute, die vorne wegfahren. Ja. Wir wollen Leute, die alle gleich schlecht sind. Und die Kurve vor Uphill ist wieder richtig krass. Ja. Guck dir an, wie nah Jay dran ist. Ja, könnte das reichen? Und Uphill ist ja super nah beieinander. Genau, und da! Da, oh! Er versucht das endlich zu machen. Und Tom macht zu! Oh, Jay ist sauer. Jay ist sauer. Guck da, da wird die Hand gehoben. Da wird die Hand zum freundlichen Hallo gehoben. Ja, ne, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken mal kurz runter, ob es irgendeine Flagge gibt. Nö. Stuart steht da und raucht sich sein Zigarettchen. Hat kurz nicht hingeguckt. Steht da mit der Wasserpfeife einfach, weil sie blubber. Guckt da, wie nah Jay schon wieder ist. Ja, ist direkt wieder dran. Jetzt, und der jetzt kommt die Abhilfesituation wieder. Boah, Jay hängt richtig dran, Alter. Und man sieht an den Seiten. Boah, Alter, da legt er sich auf. Aber oh, die Stewards besprechen sich. Oh, da gibt es die erste Diskussion. Die erste Diskussion. Aber noch gibt es hier keine Strafe, ja? Also, und da wieder nächste Kurve. Tore wird leicht rausgeschoben. Jonathan, William, Moritz, Apel auf jeden Fall direkt dahinter. Beide Stewards lachen. Milchbaum, by the way. 1,9 Sekunden nur noch. Oh, oh! Yeah, Jay ist vorbei! Also nicht, dass ich mich freuen würde, sondern das ist einfach nur eine Aussage. Und Izzy gewinnt das Rennen Nummer 2. Und wahnsinnige Leistung. Zweites gleich. Da kommt Sebastian. Startziel gerade. Da gucken wir jetzt. Jay, gucken wir, bleiben wir kurz drauf. Er geht zu Toro. Oh, zählt er am Ende. Da wird erst. Haut ihm auf die Fresse. Da wird tatsächlich eingeschlagen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Okay, das war. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die dann als da werden erst Rennen, oh, sie umarmen sich direkt. Pseudo-Liebe. Guck mal, Chat. Könnt ihr das übernehmen? Es wurde hart gefightet und danach wird sich umarmt. Ja, nee, das ist doch nicht das. Okay, was haben wir? Ja, so noch? Wie er zumacht. Da war ich so sauer. Ich kam da, da war ich so sauer da. Ja, überhaupt. Doch, natürlich, der hat mich volle Kanne gesehen. Natürlich. Der hat mich volle Pulle gesehen. Ey, wir können nur. Wir stellen nur die Frage, ob er nicht gesehen hat. Guck mal, wie ich da bin. Mich doch eingedrängt in die Ecke. Hallo? Und da kam ich nicht mehr hoch. Guck, und dann ich Stinkefinger. Nee, ich mach keine Stinkefinger. Aber, Stinkefinger habe ich kein Mal gemacht. Aber Sepp, die Armbewegung hast du auch das Öfteren gemacht. Ja, definitiv. Ah, okay. So, jetzt reicht's aber hier. Was wir gesehen. Als wenn er das gesehen hätte. Ich habe das nicht gesehen, der war im toten Winkel. Johanna, du musst auch unterschreiben. Ja, der Chat fordert, dass du auch unterschreiben musst. Sie hat überhaupt nicht gesagt, aber oh, achte auf deine Perspektive, ich wie du in der aber achte auf deine Perspektive, wie du in der Kamera stehst. Ja, das stimmt allerdings. Ja, Jules hat hinten vorhin einfach seinen Arsch gezeigt. Ja, richtig. Ach, wisst ihr. Was wissen wir? Was soll der Geil? Was soll der Geil? Hey! Du sagst kein TOS, Mann, es ist nur mehr Klicks. Okay!
und lässt da vorne Andi noch unterschreiben und vielleicht Martin, wenn der gleich noch kommt und Boris und so weiter. Nice, da haben wir das. Haben wir das da. Nee, Martin haben wir nicht vergessen, Paul haben wir nicht vergessen. Wir kriegen das hin. Wir arbeiten dran. Ja, auch wenn auf dem aktuellen Foto, dem Inseratsfoto, noch nicht alle drauf sind, wir lassen den hier noch mal ein bisschen kreisen, wie so eine schöne Flasche Wasser von Gerold Steiner. Das ist eine schön, das ist eine viel bessere Analogie. In Corona-Zeiten schwieriger mit dem Teilen, aber wenn sich alle getestet haben, ist das ja kein Problem. Und jetzt haben wir schon die erste große Pause. Wir haben hier wieder die Verzögerungstaktik. Ja, was heißt Verzögerungstaktik? Es sieht jetzt nicht aus. Was heißt Verzögerungstaktik? Also nur weil die ersten paar jetzt richtig Gas gegeben sind, würde ich nicht sagen, dass Jen jetzt irgendwie richtig langsam war. Ja, es war schon ein langer Zeitraum dazwischen. Ich will ja auch nicht unterstellen, dass sie das absichtlich gemacht. Nee, ich stelle hier nur die Fragen. Ja, aber die Frage, die ich stelle, ist, waren die ersten jetzt so schnell oder waren die anderen so langsam? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde das eine sehr gute Frage. Was sagt der Steward? Der zieht sich gerade durch. Ja. Hat nichts gesehen. Und es geht sofort jetzt. Los. Und los geht's. Sind alle bereit? Oh. Sind alle nicht bereit? Lena, einen guten Start. Martin, schlechten Start. Aber die Innenposition ist viel wert. Martin kann sich behaupten gegen Lena. Und kann sie Martin sich behaupten? Bleibt. Sie kann sich behaupten. Erste. Und Izzy aus... Nee, Izzy, dachte ich kurz, wäre schon an den beiden Gelben vorbei. Aber no, Sir. Oh, was ist da? Da ist wieder die große... Oh, das große Problem. Oh, was ist da los? Es ist Stillstand, meine Damen und Herren. Ein großer Stillstand. Manchen letzte. Nein. Oh, shit. Ein stehendes Kart, das sich in die Bande gefräst hat. Wie eine Maschine. Es steht immer noch. Es steht immer noch. Oh, da haben wir einen krassen Crash gehört, aber ihn nicht gesehen. Wir wissen nicht, wo das passiert ist. Ich sehe aber gelbe Flagge. Alter, hinter alle uns müssen langsamer fahren. Es darf kein Überholvorgang passieren. Hinter uns ist gerade richtig explodiert. Ja, es ist, ich habe einen richtig heftigen Crash gehört. Ich weiß nicht, was passiert ist. Alle müssen langsamer fahren, keine Überholvorgänge. Milchbaum ist Erste. Lena, wo ist Martin? Martin ist Letzte. Wie ist das passiert? Die war die gehangen ist. Da ist sie. Die ist Letzte. Oh mein Gott, wie bitter. Sepp hat schon 7 Plätze gut gemacht. Alter. Jay schon 5? Was ist passiert? Das habe ich leider nicht so vernünftig gesehen, wie das passieren konnte. Und da, was ist da gewesen? Da war Jay. War da Jay? Ja. Weil da, der kommt nicht mehr aus dem Pushen da irgendwie. Da hat sich an der gleichen Ecke, wo Martin sich festgehangen hat, war das ja schon fast. Alter, ist da viel los. Oh, da wird gecrashed. Oh, da stehen Leute. Jay und Jen stehen voreinander. Jen und Jay? Jen und Jay. Oh, das ist bitter. Nee, Moment, lila Ärmel? Doch, das war Jay, oder? Das ist bitter. Ja, da, Jay das rutscht gerade ab. Das ist ganz bitter. Oh, Jen. Michael Jay. Jen und Jay, so. Das war ein bitteres... Alter, brav, was ist da los? Jen und Jay ist voll der Zungenbrecher. Mach mich voll fertig. Dort weiter an. Sonst werden wir ganz kurz zu Lost Kitten schalten, die halt nur 700stel ist. Hinter Leon dürften wir auch sofort dann sehen. Oh! Oh, da ist der andere. Oh! Jay an Jen vorbei. Das war schön. Jen bleibt dahinter, versucht reinzukommen. Holt sich den Platz zurück. Brutaler Kampf da gerade. Aber reicht nicht. Jay. Holy. Moly, lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen. Oh, da rennen gerade Menschen. Was ist da los? Oh, unsere Sponsoren sind umgefallen. Da lag ein Flyer mitten auf dem Feld. Da ist schon der erste Kampf. Ist schon der erste Kampf. Jay weiß. Olli hat die Kurve nicht so gut genommen wie Jay. Jay jetzt gerade in Downhill. Oh ja. Ist einfach da vorbeigefahren. Hat er so gezeigt. Hier, bleib weg, Junge. Bleib weg. Hast du gesehen? Auch wieder einhändige Fahrt. Das sind erhobenen Finger. So, Jay an Olli vorbei, stark. Die 4 Cards, die wir da sehen, sind alle noch im Kampf um Platz 1 hier. Nach 16 Runden sind die Top 4 so nah beieinander. Milchbaum, Sepp, Mango und Izzy versucht da rauszuziehen. Oh, Izzy! Oh, das ist bitter für Izzy und Mango, weil und perfekt für Team Blau. Sebastian und Alter. Haben gerade so unendlich viel Zeit als gewonnen. Als wenn Izzy das gemacht hat, als wenn er bezahlt worden wäre. Ein ist er bezahlt worden, wollte ich sagen, Überholmanöver. Es ist in die Hose gegangen und es hat gekostet. Es hat Mango gekostet und es hat Izzy gekostet. Und es hat Milchbaum und Sepp beschenkt. Schenkt Sepp einfach Milchbaum den Sieg? Oh, ich denke nicht. Da ist auf jeden Fall noch eine gewisse Aggression. Ich muss die beiden aufpassen. Wenn die wegen so einer Kleinigkeit jetzt
den Teamsieg verspielen würden, das wäre schon bitter. Das wäre bitter. Aber Sepp will es nicht zulassen. Und Alter, das hat jetzt richtig gekostet. Oh mein Gott. Wir sehen jetzt auf die Zeit. Oh mein Gott. Und sie sind wieder näher dran. Sie sind wieder näher dran. Weil Sepp nicht zurückstecken konnte. Ja gut, kann ich verstehen. Jeder will hier gewinnen, ne? Also ja, ist ja klar. Aber zu deinem Team, ich meine, würdest du den Teamsieg opfern für den persönlichen Sieg? Ja, Team Schmiem, sage ich immer, weil interessiert mich das Team. Das Team Schmiem, okay. Auf jeden Fall ist aus dem 5,5 Sekunden Abstand ist ein 1,3 Sekunden Abstand geworden. Aufgrund der Tatsache, dass Sepp versucht hat, Milchschwamm anzugreifen, die in einem Team sind. Oh, und was ist da gerade passiert? Ich glaube, Izzy ist gerade an Mango vorbei. Sepp hat Arschwasser geleckt. Der möchte. Der will. Der ist auch bereit. Er Team weiß Blau auch, wie viel Zeit er noch hat, wie viele Runden und wie viele Möglichkeiten er noch hat. Ja, ich könnte aber mal sagen, geil, Team Blau, wir machen es. Wir fahren den Mann ans Ziel. Aber er will gewinnen. Ja. Wenn du nicht für die Licke gehst, bist du kein Rennfahrer mehr. Ja, letzte Runde jetzt, wo bitte. Wo sind Sebastian? Und? Jawohl! Sepp, Milchbaum, Sepp und Izzy sind 1, 2, 3, dann Mango. Hier kommt ins Ziel Toro. Good job, Toro. Da ist Izzy, Lizzy gerade von den Freuds, eine Person aus der Entourage. Lizzy, Izzy, alles verwirrend. Ja. Jizzy, Izzy, ja. Lizzy. Also das ist tatsächlich jetzt eine Runde früher gewesen, als ich gedacht habe. Also, tatsächlich, ich auch. Ich dachte auch, das wäre eine Runde 19 von 20 gewesen. Aber vielleicht gewesen war die Anzeige falsch. Ich bin auch verwirrt, ehrlicherweise. Vielleicht hat hier auch gerade derjenige, der die Flaggen schwenkt, den Peter gemacht. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Runden wir jetzt das tatsächlich gefahren sind. Das wäre aber krass gewesen, wenn das den Peter gemacht hätte. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus. Ja. Ja. Wir stellen die Frage... Ja, aber genau. Beantworten können wir das nicht. Ich war auch komplett verwirrt, als da auf einmal die Flagge gepostet wurde. Ich hätte auch noch eine Moment, Runde das ist aber doch ich davon aus, dass die Anzeige wahrscheinlich eins zu langsam ja, war. Ja, ich denke auch, dass die Anzeige einfach hinterherhängt, Chat. Wir zeigen die Punkte. Hier kommt schon die Entscheidung. Und gewonnen hat Team Rot. Oh, knapp um drei Punkte. Und Team Blau Wahnsinn. Zu Team Gelb auch nur einen Punkt. Team Schwarz leider abgeschlagen. Jay, Team Gelb, was ist los? Du guckst nicht ganz so glücklich. Ich bin auch gar nicht glücklich. Ich glaube, also ich war, der Start war richtig gut. Ja. Richtig, richtig gut. Ich glaube, ich war hinter Sebastian Vierter oder sowas. Und dann hat sich Sebastian mit irgendwem, ich glaube mit Mango gekebbelt vorne. Oder ich weiß nicht mit wem. Auf jeden Fall haben die sich verkeilt da oben in dieser Haarnadel. Und dann habe ich die Chance gesehen, ich war neben Sepp, der drängt mich in die Wand. Ich musste stehen bleiben, irgendwer fährt mir mit volle Wucht hinten drauf. Oh. Hab mir dabei ich kann meinen linken Daumen nicht mehr bewegen. Meine Brille stand so im Helm. Oh aber wirklich, es war krank. Mir tut jetzt auch echt alles weh, aber ich war echt sauer, weil ich dann vom letzten noch auf irgendwie nach vorne fahren musste. Weißt du, welchen Platz ich gemacht habe? Welchen Platz du jetzt gemacht hast? Ja, rat mal, wir haben vorhin gewettet. Den 9. Ja. Nee. Ja. Das hat er mit Absicht gemacht. Ich kann gerade nicht. Und währenddessen, Jay, was ist passiert? Wir haben keinen Clip. Ich weiß selber nicht, wo es passiert ist, aber ich kann meinen linken Daumen nicht mehr wirklich bewegen. Gebrochen? Ich hoffe nicht. Was habe ich verpasst? Ja, Jay ist kaputt. Du bist kaputt? Mhm. Daumen kaputt. Oh nee, Alter. Oh. Daumen ist wichtig zum Zocken, aber nicht der linke. Keine Leertaste mehr für mich. Wir machen den Raffle zu. Kein Leertaste mehr. Nie wieder. Das ist belastend. Kein FIFA-Zocken. Jay meinte so, ich habe einen kleinen, so einen Stupser gekriegt. Ja. mit dem Daumen. Nein, Quatsch, ich will gar nicht danken. Das war das nur eine Frage, die du stellst. Das ist nur eine Frage, die ich stelle. Nein, das stimmt gar nicht. Also, da habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht mitgerechnet. Nee? Nee. Ja, gerade so, wo sind wir denn? Ja, so vielleicht zwei, drei. Habt ihr nicht mit dem ersten gerechnet? Null. Nee. Nein. Gar nicht? Nee. Nein. Weiß ich ja, aber nicht. Ihr habt doch alle richtig gut abgeliefert. Aber die anderen haben richtig gut jetzt am Ende rasiert. Ja. Ja. Aber trotzdem. Und ich habe auch das Punktesystem nicht verstanden. Deswegen. Also und dann haben wir hier noch einen Riesenpokal, der dem besten Fahrer gehört. Und der beste Fahrer, habt ihr vielleicht oben schon gehört, ich weiß nicht, wie gut ihr aufgepasst habt, lieber Chat, der geht an jemandem aus Team Rot. Und hier werden schon Stimmen laut, der nächstes Jahr vielleicht nicht dabei sein kann, warum auch immer. Izzy, herzlichen Glückwunsch, ja, du bist Champion! Geil. Und jetzt habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.